herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Ja, heute möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr sozusagen ja mit Permissions arbeiten könnt. Dafür müssen wir einfach erstmal in unsere Plugin-Utils, die wir schon haben, also relativ zentral für euch, wenn ihr eine andere andere Klasse habt, das auch meistens in der zentralen Klasse machen. Ihr könnt das auch in der Main-Klasse machen. Ich empfehle das nicht in der Main-Klasse zu machen, weil die Main-Klasse grundsätzlich übersichtlich sein sollte. Von daher schreibe ich das hier einfach rein. Dafür schreiben wir einfach uns eine neue Hashmap. Die ist an sich auch nur dazu da, dass wir halt sozusagen ja von dem Player die Permission Attachment sozusagen zwischenspeichern können und nicht jedes Mal das aufrufen müssen. Das ist dann Perms nenne ich das einfach. Das ist gleich New Hashmap von Player und dann ein Permission Attachment. Attachment. So. Dann noch die Klammer auf, Klammer zu. Ja. Und dann haben wir es. So. Ja. Dann gehen wir jetzt in unseren Join-Listener. Hier müssen wir das Ganze übertragen. Da machen wir einfach Permission Attachment ATT gleich p.add Attachment. Und hier seht ihr auch mehrere Sachen. Ihr könnt das einmal mit Ticks machen. Ihr könnt das aber auch einfach nur mit dem Plugin machen. Wenn ihr das mit dem Int macht, hier mit der Methode, dann könnt ihr das Attachment auch auf eine bestimmte Zeit begrenzen. Das möchte ich in diesem Fall nicht machen. Deswegen mache ich das so. Dann mache ich hier in diesem Fall Permission Attachment. Und das ist ja, muss ich sozusagen das Plugin haben. Und da habe ich ja meinen Tutorial.m. Für die Leute, die es jetzt einfach so reinschauen, für euch wäre es in der Main-Klasse dann das This. Beziehungsweise wenn ihr es auf eine This, wenn ihr es übertragen würdet, könnt ihr es so machen, wie ich das hier mache. Public Static, dann der Klasse der Name eurer Main-Klasse, dann eine Variable. Und dann setzt ihr auf diese Variable das this und dadurch könnt ihr es übertragen und auch von anderen Klassen aus nutzen. So, jetzt wollen wir hier einfach auch eine Permission hinzufügen, add.setPermission. Und dann seht ihr jetzt auch, was wir machen können. Wir können nämlich hier eine neue Permission hinzufügen. Ihr könnt hier einmal Permission Perm machen oder es über einen String machen. Und ihr könnt das auch unsetten. Aber wir wollen jetzt einfach eine Permission hinzufügen. Das ist in diesem Fall, die können wir uns hier jetzt mal auslegen und das Value True. Ihr könnt das jetzt hier auch nochmal sehen, da sollen wir ein Boolean und ein Value reinpacken. Wenn ihr nochmal genau sehen wollt, warum dieses Boolean Value, können wir hier einfach mal machen. Oder ihr könnt es auch selbst immer nachgucken. So, ihr gebt Permission Attachment ein, dann sollte das hier, genau da ist das, perfekt. Jetzt seht ihr zum Beispiel Set Permission. Und hier könnt ihr es auch selbst nachgucken. Value, New Value of the Permission to the given value. Ja, also in diesem Fall True oder False. Ihr wollt ja die Permission also entweder erlaubt oder nicht erlaubt setzen. Und das ist dann in diesem Fall halt true oder false. So, und wir hatten ja schon mal mehrere Sachen hier gemacht. Wir hatten hier Comments zum Beispiel gemacht, den infc-Comment. Das ist tutorial.infc. Und wir werden jetzt einfach dem Spieler in dem Join-Listener das hinzufügen. Tutorial.infc. Und dann machen wir einfach plugin-utils. Perms.put. Und dann in diesem p und dann das add fürs Attachment. Ihr könnt dann sozusagen das auch mehrfach aufrufen. Ja, ihr könnt das auch sozusagen ansetzen, indem wir hier das auf False setzt. Dann wird das halt sozusagen wieder rückgängig gemacht, das Setzen. Und so können wir hier auch die Permissions vergeben. Ich habe das jetzt so einfach gemacht. Ich exportiere das Ganze auch einfach mal. Dann könnt ihr euch das selbst ansehen. Das ist jetzt nichts Großes, aber ich denke, es ist trotzdem sehr lehrreich. Ihr könnt das Ganze natürlich umbauen. Ja. Das nennen wir einfach wieder Tutorial. Also ihr seht auch, dass dann jetzt gerade Stream Generator. Das lag daran, dass wir auch im Stream ein bisschen gecodet haben, wo ich gecodet habe. Wenn ihr mal die Streams verfolgen wollt, einfach mal auf YouTube schauen, da streame ich immer zwischendurch. Das sind meistens so anderthalb Stunden Streams. Ja. Genau. Nochmal zum Zurückkommen. Also wie gesagt, das wäre jetzt halt, um etwas zu setzen. Wenn ihr es sozusagen rückgängig setzen wollt, also wieder entfernen wollt, macht ihr einfach False. Ja, in diesem Fall ist es aber ein True und damit hätte sich das. So, dann füllen wir jetzt unseren Testserver aus, den ziehe ich jetzt mal hier wieder rüber. Da haben wir das Ganze ja schon, Testserver. Dann füllen wir das Ganze, ich glaube, ich lösche mal hier ein paar Sachen raus, wir haben hier sehr viele Sachen gecodet. So, damit das jetzt einmal übersichtlich ist, wird das nur das hier sein. Füllen das Ganze aus. Ja, so, müssen ein bisschen warten. So, Server ist hochgefahren, ihr seht auch, da steht schon was. So, und ich habe ja noch meinen Account, jetzt nicht den YellowFixAzen-Account, da habe ich ja mit OP, mit SkyPixel.de habe ich kein OP auf dem Server. Das werde ich auch gleich nochmal demonstrieren.
Wir hatten das dann nämlich auch noch über die Nametags gesetzt. Deswegen führe ich jetzt auch SkyPixel.de aus, weil der Account keine Rechte hat auf dem Server. Das weiß ich. So, kurz einen Blick warten. Multiplayer und erstmal ein Testserver. So. Momento. So. Ups, ich bin noch tot von vorhin. Ups, so, jetzt sieht man das. Ich hätte ja vorher jetzt, wenn ich jetzt mal eben slash help slash op skypixel.de, kann ich mal gucken, ob ich das machen kann. Skypixel.de. Und I'm sorry, but you don't have permission. Genau das gleiche gilt für Reload. Oh. So, wenn ich jetzt aber slash /inf mache, wofür ja die Permission erwartet wurde, und jetzt den Player mache, also jetzt mich selbst, dann kann ich das tatsächlich einsehen, das Inventar. Wieso kann ich das? Wenn ihr jetzt aber hier guckt, dann seht ihr hier ja, dass wir es uns die Permission gesetzt haben. Das Ganze kann ich jetzt auch machen, dass ich mache ich das ein ganzes Mal. Ich mache das mit dem Tod-Listener, mache ich das jetzt einfach mal wieder. Das ist dann einfach if plugin utils und perms.contains key und dann in dem Fall p. Da machen wir permission attachment att gleich perms.get, ja? Plugin utils.perms.get und dann in diesem Fall p und dann add.set permission, das war ja glaube ich tutorial.ifc, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das können wir einfach, wir kopieren das einfach mal hier rüber, was ja genau das gleiche wäre. Das heißt, im Dev Listener würden wir ihm halt sozusagen die Permission wieder entfernen. So, und das setzen wir auf False. Damit wäre die halt nicht mehr erlaubt. So, das Ganze hätten wir jetzt. So. Und dann müssen wir halt einfach wieder machen. Perms.put. Ah, so. Plugin-Utils.perms.put. Und dann in diesem Fall P und Add. Damit aktualisieren wir halt eigentlich nur dieses Attachment. Dann exportieren wir das Ganze einmal. Reloaden einmal unseren Server. Wohlgemerkt, wenn ich nach dem Reload ist das hier weg. Also falls ihr das machen wollt, dass das so drin bleibt, dann müsst ihr es halt auch zwischendurch speichern. So. Seht ihr, ich bin drauf. Jetzt kann ich auch slash /inf /c skypixel.de. Das darf ich jetzt aktuell. So. Jetzt will ich aber sterben. Ah. Kill. Ah, ich muss mich selbst eben killen, das mache ich anders. Ich mache es über die Konsole. Kill skypixel.de. Einmal respawn, jetzt bin ich hier gestorben. Weil ich jetzt inf mache, habe ich keine Rechte. Ihr seht das, ne? Passiert nichts. Woher nicht das? Weil ich mir die Rechte selbst entzogen habe. Das Ganze haben wir hier im DevListener entwickelt, dass ich dann hier, wenn ich erhalten bin, halt meine Rechte entzogen wird. Ja, und das ist das ganze Permission-Plugin. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja, über ein kleines Like oder ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, tschüss.